Nimmt man die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter als Arbeitgeber wirklich ernst, braucht man einen guten Überblick, wo jeder mit seinen Kompetenzen steht und wo es Bedarf zum Beispiel für Schulungen gibt. Aber das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ich kenne auch genügend Unternehmen, in denen es einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch gibt, bei dem dann brav irgendein Formular ausgefüllt wird und dann gibt es regelmäßig auch ein Feld mit der Überschrift Weiterentwicklung. Entweder bekommt der Mitarbeiter dann den 12. Excel-Kurs verpasst oder der Mitarbeiter hat eine mehr oder weniger lange Liste von Seminaren dabei, die zwar cool sind, aber mit dem Job vielleicht nur bedingt in Verbindung stehen. Und genau hier hilft eine Mitarbeiter-Skills-Matrix, den Schulungsbedarf systematisch zu erkennen und die Entwicklung des Mitarbeiters zielgerichtet zu fördern. Wie das geht und was dabei zu beachten ist, darum geht es in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was ist eine Mitarbeiter-Skills-Matrix? Skills sind Fähigkeiten eines Mitarbeiters. Beispiele sind selbstständig ein Angebot erstellen oder die Maschine M2000 rüsten. Die Art der Fähigkeiten variiert natürlich ganz stark zwischen den Mitarbeitern im Büro und der Verwaltung auf der einen Seite und den Mitarbeitern in Werkstatt, Montage oder Produktion auf der anderen Seite. Aber die Unternehmen brauchen alle diese Fähigkeiten, damit in der Zusammenarbeit eben eine perfekte Leistung für den Kunden entsteht. Eine Skills-Matrix ist dabei nichts anderes als eine Tabelle mit Zeilen und Spalten. In den Zeilen stehen dann die Mitarbeiter und in den Spalten die jeweiligen Fähigkeiten. Und im Kreuzungspunkt steht dann eine Einordnung, wie gut die Fähigkeit eben ausgeprägt ist. Eine Einordnung wird dann oft eben als Wert von 0 bis 4 angegeben. 0 bedeutet in dem Fall unwissend oder keine Ahnung und 4 wäre dann eben der Vollprofi, der allen alles darüber erzählen kann. Ich habe Ihnen das mal als Grafik vorbereitet, damit es auch ein bisschen klarer wird, mit den typischen Fähigkeiten im Büro eines Unternehmens erstellt. Sie sehen jetzt hier eine Skills-Matrix, wo wir eben in den Zeilen die Mitarbeiter und oben in den Spalten die jeweiligen Fähigkeiten haben. Und da sehen Sie auch genau in diesen Kreuzungspunkten eben diese Einordnung mittels eben der Zahlenwerte. Und diese Zahlenwerte kann man eben verschieden darstellen. Die kann man entweder farblich markieren oder man kann sie eben auch entsprechend mit solchen Kreisen, die entsprechend ausgefüllt sind, eben darstellen. Das ist etwas visueller für das Ganze. Spannend ist aber dann jeweils, dass Sie dann auch die Zeilen- oder Spaltenmittelwerte bilden können. Und darin sehen Sie dann eben zum Beispiel, gibt es bei einem bestimmten Mitarbeiter vielleicht Schulungsbedarf, das wären die Zeilenmittelwerte jeweils bezogen auf den Mitarbeiter. Oder haben wir vielleicht auch irgendwelche speziellen Gaps, wo wir als Team einfach in Summe überhaupt nicht wissen, wie wir damit umgehen wollen, weil eben an der Spaltenmittelwert bei den jeweiligen Fähigkeiten einfach eine Fähigkeit fehlt. Jetzt verrate ich Ihnen einige Tipps und Tricks, mit denen Sie die typischen Stolpersteine bei der Skills-Matrix umgehen. Erster Tipp, und den lege ich Ihnen wirklich ganz, ganz sehr ans Herzen. Speichern Sie Ihre Mitarbeiter-Skills-Matrix nur in einem geschützten Bereich Ihrer Dateiablage. Es handelt sich hier wirklich um personenbezogene Daten, die Sie nur mit restriktiven Zugriffsrechten versehen sollten. Also offen die Datei am Laufwerk abspeichern, damit Sie vom Werkstudenten bis zum CEO alle lesen können, das ist ein absolutes No-Go. Vermeiden Sie das. Sprechen Sie, bevor Sie eine Skills-Matrix aufbauen, mit dem Betriebsrat über Ihr Vorhaben, wenn Sie einen Betriebsrat im Unternehmen haben. Denn wer vorneweg offen informiert, hat hinterher weniger Stress. Glauben Sie mir das. Sie sollten deshalb mit dem Betriebsrat im Vorfeld sprechen, weil man die Mitarbeiter-Skills-Matrix nicht nur als Baustein zur Mitarbeiterentwicklung sehen kann, so wie es eigentlich gedacht ist, sondern der Betriebsrat könnte vielleicht das Gefühl haben, dass es ein Werkzeug zur individuellen Leistungskontrolle sein könnte und das wäre ein großes Missverständnis. Deswegen räumen Sie im Vorfeld mit diesem Missverständnis auf und klären Sie mit dem Betriebsrat, wie die Mitarbeiter-Skills-Matrix zu verwenden ist und was eben dabei nicht zum Einsatz kommt. Dritter Tipp. Neben den harten Fähigkeiten sollten Sie auch weiche Kompetenzen berücksichtigen, die für eine gute Ausübung des jeweiligen Aufgabengebiets wichtig und notwendig ist. Sie werden mir sicher zustimmen, dass ein erstklassiger Verkäufer, der einen Auftrag nach dem nächsten an Land zieht, vom Typ und von der Persönlichkeit her ein völlig anderer Charakter ist als ein Buchhalter, der sorgfältigst die Jahresabschlüsse erstellt. Extrovertiertheit und Redetalent sind einfach andere Skills als Sorgfalt, Zahlenverständnis oder ein ausgeprägtes Erinnerungsvermögen, wie man in der Vergangenheit schwierige Sonderfälle behandelt hat. Aber alle diese Fähigkeiten sind wertvoll fürs Unternehmen, deswegen gibt es da auch keine Wertung unter diesen jeweiligen Fähigkeiten. Vierter Tipp. Legen Sie sich eine Taxonomie der Fähigkeiten zu.
Denn die meisten Fähigkeiten haben die diversesten Spielarten in ihrer Ausprägung. Nehmen wir mal das Beispiel Rüsten. Ein Maschinenführer kann seine Maschine rüsten, an der er arbeitet. Aber eine andere Maschine aus einer anderen Produktionslinie kann er vielleicht nicht rüsten. Daher wäre der jeweilige Begriff Rüsten natürlich viel zu allgemein. Rüsten hat also Unterpunkte, nämlich die jeweiligen Maschinen und möglicherweise auch innerhalb der jeweiligen Maschinen gibt es vielleicht bestimmte Teilbereiche von den Maschinenabschnitte, die eben auch entsprechend zu schulen sind, dass man die ganze Maschine rüsten kann. Gleicher Sachverhalt, aber anderes Beispiel. Programmieren ist eine Fähigkeit. Das ist aber ein ganz großer Unterschied, ob Ihr Mitarbeiter in C, in Python oder in Assembler seine Programmierkenntnisse hat. Und mit einer unternehmensweit gültigen Taxonomie können Sie die einzelnen Fähigkeiten konsistent über Teams hinweg in Ihre Skills-Matrix verwenden. Und damit können Sie dann vielleicht auch sehen, hey, im Nachbarteam gibt es ja vielleicht genau den Mitarbeiter mit den Kompetenzen, die ich für dieses Projekt gerade bräuchte. Es wird also auch durch die Mitarbeiter-Skills-Matrix deutlich leichter, die richtigen Projektteams zusammenzustellen mit bestimmten Fähigkeiten. Fünfter Tipp. Wo bekomme ich denn die notwendigen Fähigkeiten eigentlich her? Klare Antwort: aus den Beschreibungen und Aufgaben und Tätigkeiten Ihrer Prozessbeschreibungen. Und nein, eben nicht aus den blumigen Stellenbeschreibungen, die sich der marketingaffine Recruiter aus dem Personalbereich ausgedacht hat. Dann wären nämlich alle in Ihrer Firma gleichermaßen teamfähig, entscheidungsfreudig, lösungsorientiert und was es nicht alles für tolle Schlagwörter in solchen Stellenbeschreibungen gibt. Wir wissen alle, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und unterschiedliche Fähigkeiten und auch Interessen mitbringt. Und falls Sie noch keine Prozessbeschreibungen haben, dann empfehle ich Ihnen hier diese Playlist im Prozessmanagement. Da dürfte vermutlich kaum eine Frage offen bleiben. Gucken Sie sich das mal mit an. Da ist wirklich für Anfänger bis zum Fortgeschrittenen alles dabei, wie wir eine ordentliche Prozessbeschreibung und ein ordentliches Prozessmanagement aufziehen. Sechster Tipp: die lustigen Kreise, die mal leer, mal viertelvoll, mal halbvoll, mal dreiviertelvoll oder mal ganz voll sind, nennen sich übrigens Harvey Balls. Wie man die in Excel anzeigt, das verrate ich Ihnen natürlich auch sehr gerne. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie erstellt man jetzt in Excel die sogenannten Harvey Balls für eine Mitarbeiter-Skills-Matrix? Markieren Sie dazu den Bereich, wo die Harvey Balls erscheinen sollen, zum Beispiel hier, und dann gehen Sie auf das Feld Bedingte Formatierung und wählen eine neue Regel. Alle Zellen basierend auf Ihren Werten formatieren und hier unten stellen Sie es entsprechend um auf Symbolsätze. Jetzt haben Sie hier verschiedene Symbolsätze. Am Ende dieses Menüs finden Sie dann die Harvey Balls. Wichtig ist jetzt zu wissen, dass Sie jetzt hier hinten erst umstellen sollten auf Zahl, weil sonst gehen Ihre, die Werte, die Sie vorher eingegeben haben, erstmal verloren. Also auf Zahl umstellen, voller Wert, größer oder gleich 4, 3 Viertel mit 3, 2, 1. Sollten Sie nur Harvey Balls sehen wollen und keine Werte mehr dazu, können Sie hier noch diesen Haken setzen. Ansonsten, wenn Sie diesen Haken weglassen, haben Sie sowohl den Zahlenwert als auch die Harvey Balls. Gehen Sie auf OK und schon sehen Sie hier neben den Zahlen die Symbole. Siebter Tipp: die Stufen für Fähigkeiten kann man mit genau diesen 5 Stufen der Harvey Balls toll anzeigen und etwas visueller darstellen. Lehrerkreis wäre es in dem Fall unwissend, ein Viertel ist Anfänger, ein Halb wäre fortgeschritten, drei Viertel zum Beispiel professionell und ein voller Kreis wäre Trainerstatus. Legen Sie auf jeden Fall klare Beschreibungen zu diesen Wertungen fest, damit die Einordnung objektiv nachvollziehbar wird und vor allem auch konsistent überall eben entsprechend verwendet wird. Ein Beispiel ist für fortgeschritten. Was ist denn fortgeschrittene Kenntnisse über eine bestimmte Tätigkeit oder Sachverhalt? Ich hätte es vielleicht so definiert: derjenige kann den Sachverhalt oder das Vorgehen selbstständig und ohne weitere Hilfe fehlerfrei ausführen. Ein Beispiel für den Wert Anfänger zum Beispiel, dass man sagt, man hat nur so ein Viertel Harvey Ball ausgefüllt. Anfänger wäre zum Beispiel, er kann den Sachverhalt unter Anleitung oder mit ergänzender Dokumentation ausführen. Also man muss nochmal nachschauen, wie war das jetzt genau, dass man jetzt vielleicht noch ein bisschen unsicher ist, braucht vielleicht auch noch irgendwie Dokumentation dafür oder jemanden, der einem über die Schulter schaut, nochmal kontrolliert. Aber im Prinzip ist jemand auf dem Weg dazu, es so zu verinnerlichen, dass er das auch ohne Dokumentation kann. Also das ist schon deutlich mehr, wie hat er noch nie gemacht. Nutzen Sie schon in Ihrem Unternehmen die Skills Matrix? Wie sind Ihre Erfahrungen damit? Ich bin auf Ihre Kommentare gespannt und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.